Ey, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wir gehen direkt rein, oder? Ihr habt Bock, ich hab Bock. So, ich bin am Würfelpack. Okay, let's go. Olaf Schaaf, die alte Legende, ist back in der Luzi. Soll ich euch mal zeigen, wie ich mein E55 gepimpt habe, oder was? Achtung, 3, 2, 1. Originale Mercedes-Felgen, Digga. Oh, der, ich sag euch so, wie es ist. Dieser Wagen ist geisteskrank, Digga. Der geht übelst ab, aber die Scheiße ist, dadurch, dass der Mechaniker momentan nicht in der Stadt ist, Digga, jeder kleine Unfall, das Auto ist so schnell kaputt. Ich muss tanken, ja, ich bin auf dem Weg zur Tanke. Guck mal, merkt ihr, jetzt macht er Probleme. Seht ihr hinten? Ich weiß nicht, was es ist. Wegen kein Sprit mehr, glaubt ihr? Auf realistisch angelehnt, oder was? Ich hoffe, das ist wegen Sprit. So, Tank, voll die Möhre. Und der frisst auch ordentlich, Diggi. Der frisst auch ordentlich. Guck dir das mal an. 150, 160 Euro, Digga. Yo. Schickes Auto, Mann. Danke, Bruder. Danke. Gefällt dir der Oldschool? Ich krieg mein Auto nicht aufgeschlossen, Mann. Ja, die scheiß Zentralverriegelung, Bruder. Gut, ja, alles. Nimm ich mal eine Runde mit, Mann. Eine Runde mit? Ja, ich krieg mein Auto eh nicht weg hier. Ich krieg das nicht aufgeschlossen. Wo willst du denn hin? Mir scheißegal. Lass mal auf den Highway fahren. Ja, ich wollte jetzt eigentlich zu dem Platz, Digga. Es ist schlechter, Leute mit hinzunehmen. Was willst du denn da? Freunde besuchen, Digga. Ach so, deine Nein. Freunde sind ja, ja, genau so ist es. Ja, ich bin auch gut mit denen. Bist du dir sicher? Hundertprozentig. Na gut, dann fahren wir da jetzt hin. Wann haben die hier ein Tor? Ah, wenn das schöne Karre. Jojojo, ey, moin, Diggi. Was geht, mein Jungs? Das ist richtig sexy, Alter. Auf 14, danke dir, Mann. Also, wie gesagt, ich geb dir immer noch meine beiden. Ich geb dir den Urus und den R8. Nee. Urus und R8 willst du tauschen? Für den Mercedes? Safe. Ja. Wer ist das denn, Digga? Ey, bist du Pascha oder was? Bist du Pascha, Digga? Nee. Was ist das denn? Na, schöner E55, Brudi. Wen hast du da mitgebracht? Weißt du nicht? Gringo, Mann. Gringo hat gesagt, Gringo, er ist mit euch gut hier. Ja, sicher. Jetzt, der heißt Gringo, ist sauer, Digga. Ja, ist richtig. Ist ein Bix. Oha, ist das deine Karre? Ja, Mann. Oh, ein E55. Ey, Olaf, ja. Verdammte Scheiße. Ey, deine Karre. Gringo, was geht? Jungs, was braucht ihr? Na, alles klar, oder was? Ja. Komm, lass dich mal drücken. Ja, komm her. Komm, aber mit Zunge. Kuss. Ja, doch, aber kein NRW. Verdammte Scheiße, Olaf. Geile Karre. Danke, Bruder. Danke. Kaufst du die? Nee. Hab ich ja erst seit gestern, Bruder. Warte, lass mich mal so in Kuss. Boah, das ist doch der mit den fetten Sound, ne? Ja, soll ich mal machen? Ja, den gibt's nur 5 Mal. Ich kenn den schon. Das ist fix. Ja, was für ein Chip? Ja, was für ein Chip hast du denn? Ich glaube den 2er oder 3er. Ist hier irgendwo eine Autobahn in der Nähe, ne? Ja, direkt links. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ich bin mal gespannt. Okay, 3, 2, 1 und los geht's. Köstlich, Alter. Okay. Maschallah. Wir haben 200 schon, 250. Mann, Digga, du hast gesagt, hier ist gerade Ausstrecke, da kommt Tunnel. Er ist ja geradeaus. Ja, aber nicht mit 300 km/h, Bruder. Ja, jetzt könntest du es. Ich versuch jetzt mal 300. Ja, Bruder, ich bin doch nicht so vertraut mit dem Wagen, weißt du? Alles gut, Digga. Jetzt musst du auch vorsichtig sein, da ist ein Blitzer. Wo ist ein Blitzer? Hier? Da links, siehst du da? Ja, den Knüppel da rechts. Siehst du doch. Scheiß drauf, so, jalla. Die 800 lasse ich mir schmecken. So. Aber gefällt mir, Digga. Komm, ja, auf jetzt. Ja, danke. Den gibt's doch nur viermal. Woher hast du den her? Ich hab mit Herr Toast ein bisschen geredet und... Ja, bist du auf die Knie gegangen. Ja. Hier, der hat voll auf den gemacht. Ey, Jungs, sagt ehrlich, wer von euch wäre nicht auf die Knie gegangen? Den hat der gemacht. Jeder von euch hätte es genauso gemacht. Ja, so 13, 14. Ja, ich safe gemacht. Olaf, kann ich mal Probe fahren? Ja, na selbstverständlich, Digga. Ey, wann hast du denn den getunt, Olaf? Gestern habe ich... Nee, heute war ich alleine ein bisschen in der City unterwegs noch. Ey, Olaf, kann ich dir mal kurz fahren? Nein. Ja, warte, die Servolenkung klemmt wieder. Die Zentralverriegelung. Ah, nee, ist zum Kotzen. Mach mal Platz, geht mal weg. Aber ist richtig. Jetzt glaube ich. Krasse Scheinwerfer hat. Nee, doch nicht. Du musst einmal einsteigen. Ja, die hat ja schwarz gemacht. Ey, was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Olaf, danke euch, Jungs. Versuch mal so schnell wie möglich deine Hände zu bewegen. Geht mal weg vom Auto. Oh, es ist zum Kotzen. Wo hast du den Senior gelassen? Ist er schon schlafen gegangen oder was? Mein Vater wird vermisst seit Sonntag. Was? Wie vermisst? Ja, es ist schon Personensuche und alles bei der Polizei eingeleitet. Ja.
Polizei, die können doch sowas nicht finden, das weißt du doch. Sag uns doch Bescheid. Ja, der muss wohl irgendwie, der ist schon ein bisschen senil seit einer Woche. Mhm. Und der ist wohl irgendwie gegen eine Mülltonne gelaufen. Dann hat er gesagt, wir bricht Krieg aus, hat alle zusammengerufen, hat gesagt, ab jetzt gegen Müllab vor Krieg. Dann hat er alle Mülltonnen mit Molotovs angezündet. Ja, ohne Scheiß, der hat sich Molotovs rausgeholt aus dem Lager und hat auf die Mülltonne geworfen. Nein! Oh, da ist Gerdi richtig durchgedreht, sagt er. Jetzt ruft er schon wieder an, Alter. Naja, auf jeden Fall war der dann im Krankenhaus, ist nichts bei rausgekommen und dann ist er nach Hause. Dann muss er wohl irgendwie losgelaufen sein und jetzt ist er weg. Komisch, bald Sonntag. Ja, mit Gerdi, wo wird der rumhüpfen? Meinst du nicht, der ist bei Panuppen oder so? So lange war der noch nie weg. Ich hoffe mal, dass er wieder schnell... hoffentlich findet ihr ihn schnell wieder. Ich denke mal, wir halten alle die Augen auf, oder? Ja, safe. Hast du mal im Stripclub geguckt? Ja, nee, da ist keiner. Wie gesagt, ich habe Frank schon Bescheid gesagt, so. Also wenn ihr irgendwie jemanden seht, der... Ich denke mal, der wird die Kutte anhaben und einen Zopf. Wisst ihr, wie er aussieht? Gerdi kennt doch jeder. Wer Gerdi nicht kennt, der ist hier falsch. Wollte ich gerade sagen. Richtig. Der hat es ja letzte Woche erst mit dem Rücken gehabt und so. Nicht, dass der... Ja, wir machen uns alle Sorgen. Gerdi ist eine Legende. Recht. Ja, Gerdi ist immer korrekt, Alter. Der fühlt den Jappi-Punkt auch richtig. Olaf, du bist doch viel in den Straßen unterwegs. Du kannst ja so auf der Straße, hörst du wahrscheinlich ein bisschen mehr bei den Zivilisten. Naja, ich wusste das ja nicht, deswegen habe ich auch nicht nachgefragt, weißt du? Ja, aber jetzt werden wir mal vermehrt nachfragen. Ah, das wäre stabil. Naja, kein Problem. Alles gut. Jimmy, wollen wir kurz einmal um die Ecke, oder was? Ich glaube, hier passt ja schon, Digga, ne? Auf jeden. Du, war ja momentan relativ viel los. Ich habe das nicht vergessen, Digga. Aber irgendwie mit den Leuten, mit denen man das machen will, zum Beispiel mit Big Soße oder auch mit den Jungs von dem Platz, man braucht halt mehr, Mann. Also jedes Mal, wenn man irgendwo ein bisschen was geplant hat, ist man immer irgendwie in eine andere Situation gekommen, wo ihm die Waffen abgenommen worden sind und. Es gestaltet sich schwieriger, vor allen Dingen fähige Männer da zu bekommen, beziehungsweise das mal gescheit durchzuplanen. Meine Frage, die ich an dich habe, ist, das hatte ich letztes Mal nicht genau verstanden, sollen wir ihn dir Leben bringen oder reicht es dir, wenn er einen Kopfschuss bekommt? Ja, wenn du mir seine Leiche bringst, von mir aus, dann machen wir das auch so. Okay, gut. Ja, es ist halt relativ schwierig, drei Leute auf einmal zu kidnappen, beziehungsweise auch zu töten. Wenn einer von den Bullen erschossen wird und gerade Herr Sancho ist jemand, der nochmal schnell den Panic-Knopf drückt, das ist, gestaltet sich schwieriger, als es eventuell dann, also es gestaltet sich sehr schwierig. Bis wann ist denn dann die Deadline? Wir hatten eigentlich Freitag gesagt, ne? Aber hey, wegen der Sache, wegen Dad und so. Da war hier auch viel los. Bei mir waren auch Haftbefehle. Ich bin niedergeschossen worden, ohnmächtig gewesen und. Nicht gut. Ja. Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich mag die Bloods sehr gerne. Die sind alle sehr korrekt zu mir, aber die sind wild, jung und hungrig. Und gerade mit Big Sosa, mit dem ich mich zwar sehr gut verstehe, aber mit dem ist halt immer Stress vorprogrammiert. Nichtsdestotrotz will ich die Jungs nicht links liegen lassen. Aber da gerät man oft nimmt man sich was vor und drei Stunden später hat man es immer noch nicht erledigt, weil man im Knast ist. Gestern, du musst dir vorstellen, Jimmy, gestern sagt Big Soße zu mir, Bruder, lass mal in meine alte Hut. Ich weiß nicht, was er von mir will. Ich fahre mit ihm in seine alte Hut, irgendein Hinterhof. Ich weiß nicht, was er von mir will. Wir gehen in so einen Eingang und fahren mit so einer Fahrstuhl runter in den Keller. Alles voller Marihuana-Pflanzen. Er sagt, oh, guck mal hier, unsere Hut. Und dann haben wir, muss ich auch ehrlich gestehen, dann bin ich schwach geworden, haben wir einen dicken Joint durchgezogen. Ich war high as fuck. Auf einmal kommt da einer rein, der hat einen Big Mac auf dem Kopf und raucht eine Bong von mir. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und Big Soße sagte, ja, das ist hier meine alte Hut und bla. Und guck mal, die Pflanzen, die bringen mir viel Geld. Wir sind high, Digga. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Wir sind so high und auf einmal kommen da welche in gelben Outfits rein. Irgendeine Gang. Hast du eigentlich zu viel geraucht, mein Bruder? Nein. Ich sag dir so, wie es ist. Auf einmal kommt... Du erzählst mir was, dass ein Big Mac reinkommt. Der hatte ein Big Mac-Kostüm auf und hat mit mir geredet. Der hat den Big Mac-Kopf auf und der hat gekifft wie ein Schlund, die ganze Zeit an der Bon gezogen. Aber hör zu, wie hießen die nochmal, die Gang mit den gelben Westen? Gelbe Westen? Ja, oder orange? Hustlers. Die Hustlers. Auf einmal kommen da die Hustlers rein und hat mit gezückter Knarre und ich panisch auf meinem Heinestrip, hab natürlich geschossen. Ich hatte nur eine Pistole dabei. Ja. Ja, dann haben die mich K.O. gehauen und geschossen. Big Soße ist gestorben. Dann wurde ich reanimiert vom Sanitäter, der geschmiert war. Und danach haben die mir erstmal einen Arschbohrer verpasst und haben mir alle Sachen abgezogen. Scheiße. Ja, und was so, hast du verloren? Ja, alles. Die haben mir das Einzige, was sie nicht haben wollten, obwohl ich gesagt habe, nimm, war das Hundefutter. Da hat er mich gefragt, wer ich bin und bla. Und habe ich seine Mutter beleidigt, weil mir war alles scheißegal. Weil ich so sauer war, dass Big Soße mich in diese Situation reingebracht hat. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber sie, die haben mir halt auch meine Pistole weggenommen, mein Handy, alles. Ja, okay. Ich habe euch ja gesagt oder dir gesagt, dass ihr, wenn ihr dafür für den Job noch was braucht, dass wir euch das stellen. Eventuellerweise, da
bin ich mir aber noch nicht sicher. Das war der letzte Ausweg, bräuchte ich eventuell einen Sniper. Weil dann... Eine Sniper? Eine Sniper, weißt du, wie teuer das ist? Ich weiß, aber du hast zu mir gesagt, Jimmy, wenn ich was brauche, soll ich Bescheid sagen. Und ich kann dir den Plan sagen. Es wird schwer, diesen Kollegen zu entführen. Gerade den Herrn Sancho, den ihr so gerne haben möchtet. Weil ich habe mich ein bisschen über ihn schlau gemacht. Der ist in seinem Beruf völlig verloren. Und wenn du dir eine Knarre an den Kopf hältst und sagst, mach nichts, setzt das trotzdem ein Panic ab. Ja, Und wenn er ein Panic absetzt, Bimmit ist in den Straßen nur vor Bullen. Das heißt, ich weiß es nicht ganz genau, aber eventuellerweise muss man ihn irgendwo hinlocken und ihm einfach einen Headshot geben. Leiche mitnehmen, zu euch bringen und dann könnt ihr noch ein bisschen seine Leiche schänden. Dann könnt ihr mit denen an den Hafen fahren, ins Wasser noch raufpissen. Hast du Informationen bzw. Kontaktmänner zur Polizei? Ich habe Kontakt zur Polizei, ja. Ich habe sogar sehr guten, ich bin sogar sehr gut mit Herr Toast. Das ist zwar die Bundeswehr, ich kenne Antoine von der Polizei, aber ich kann dir nicht sagen, also gerade Antoine hat sich für mich noch nicht so richtig bewiesen. Er hat mir mal im Gefängnis ein bisschen geholfen, aber im Gefängnis helfen und Mord oder Entführung ist nochmal, sind zwei Paar Schuhe, ne? Vor ein paar Tagen, irgendwann Anfang letztes Wochenende, waren wir alle im Knast unten, der hatte nochmal eine große Fresse und so eine Scheiße. Herr Sancho. Und ja, genau. Ja. Und nach der ganzen Aktion habe ich mit Lörres und die mit den weißen Baretts, das sind glaube ich dort die, keine Ahnung, Polizeipräsidenten. Ja. Die haben gesagt, dass der höchstwahrscheinlich heute seinen letzten Tag hat. Okay. Ja. Das dann als, aber sind wir ganz ehrlich, der wird nicht als Zivilist auf der Straße rumtanzen, der wird irgendwo wieder anders hingehen. Kann aber auch mal, fällt mir gerade ein, Herr Hort fragen. Herr Hort ist da auch, was das angeht, du kennst ihn ja auch, Herr Hort ist, was das angeht, relativ korrekt. Ja, so gut kenne ich ihn nicht. Mhm. Aber wenn du Kontakt zu ihm hast, dann klar, frag da einfach mal nach. Alles klar. Habt ihr noch was vor heute, oder was? Der ist mit seinem Flugzeug ganz verrückt, Digga. Der ist ganz aufgeregt, der Junge. Der fliegt immer hier über die City, ich weiß auch nicht. Sein Traum war immer, Flugzeug zu fliegen, jetzt macht er das, ohne Führerschein auch noch. keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Ich rufe dich morgen oder übermorgen an. Freitag wird es relativ schwierig, weil Freitag ist die ganze Stadt am Start und der Boxkampf steht bevor. Ja. Also meinst du, brauchst du auch mehr Zeit? Ich denke schon, ja. Ich werde mich mal gleich nochmal schlau machen, was mit Herr Sancho direkt jetzt ist und in welcher Region er jetzt auch unterwegs ist. Weil das weiß ich jetzt nicht. Das sind auch neue Informationen, die ich habe. Das wusste ich nicht. Ich bin mir halt auch nicht sicher, wie gesagt. Ich habe den auch gesagt, also ich will jetzt nicht, dass ihr wegen mir jetzt dem armen Würstchen da den Job wegnimmt. Ich meine, der hat doch nichts anderes außer seinen verfickten Job. Ja. Und ja, keine Ahnung, haben nicht drauf geantwortet. Wie gesagt, kann sein, dass der noch im Dienst ist. Kann sein, dass der, keine Ahnung, untergetaucht ist. Ja. Ich weiß es nicht. Ich werd Herr Hortmann gleich anrufen. Vielleicht kann der mir da was zu sagen. Ich werde mal mit ihm treffen. Das bleibt unter uns, Jimmy. Herr Toast und Herr Hort sind mir wohlgesonnen. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Aber ich habe bei denen gewisse Pluspunkte. Letztes Mal waren wir bei der Bundeswehr. Und da wurden wir von jemandem über den Haufen gefahren. Der hat sich dann später selber gestellt und wurde ins Polizeiauto gesetzt und ich habe einfach ganz, ganz nett und freundlich Herr Toast und Herr Hort gefragt, ob ich mit dem eventuellerweise mit Erlaubnis an den Hafen fahren kann. Und Herr Toast, der war derjenige, der das entschieden hat, hat ja gesagt. Dann sind wir mit dem am Hafen gefahren, haben ihm einen Headshot gegeben, in die Suppe geschmissen und nochmal raufgepisst. Das tat sehr gut. Ja, der war respektlos und ich wollte ihn nicht im Knast sehen, sondern ich wollte ihn wirklich ficken. Ja. Weil sowas macht man nicht mit mir. Also erstens, du brauchst was zum Schießen und zweitens, du brauchst mehr Zeit. Hier, hörst du das gerade? Hörst du das in der Luft? Ja. Digga, der Junge hat so einen Schaden, ne? So der ein Junge, Stolzer. Was ich gehört habe, Digga, stimmt das, dass ihr einen Raketenwerfer habt? Ich sag mal, wir haben Kriegswaffen, ne? Guck mal, unten die Straße, Der Junge hat so einen Schaden, Digga. Wasserflugzeug, ist das? Ja. Stabil. Der Junge hat so einen Schaden. Ist mir scheißegal, wer du bist, Digga. Verzieh dich mit deinem Flugzeug hier, wo man Gelände ist. Mir scheißegal, wer du bist. Verzieh dich. Nein, Mann, das ist hier meine Straße. Hier kommst du nicht ohne meine Erlaubnis mit einem scheiß Flugzeug, Mann. Okay. Ja, das sind die jungen, unerfahrenen Spritzer. Man kann froh sein, dass er seinen Kopf noch hat. Sieh mir bei der Kirmes oder was? Hau ab jetzt. Wenn du einfach nur siehst, dann knallt's. Mensch, der arme Herbert. Jetzt hat er einen Platten, Digga. Mir kein einziger mehr von den Seelen. Mir geht das gegen den Strich. Aber Raketenwerfer ist schon übel, ne? Ja, pass auf, es gibt hier keinen Raketenwerfer. Aber was wir haben, sind Granatenwerfer und MGs. Boah,
das ist übel, ja. Gut, okay, ey Jimmy, danke dir fürs Gespräch, war mal wieder eine Ehre. Dann auf jeden Fall viel Glück dabei und keine Ahnung, wenn du sagst, du brauchst noch bis nächsten Mittwoch, dann passt das. Ich komm spätestens Sonntag auf dich zu. Okay, das klingt gut. Alles klar. Gut, und wir sehen uns ja sowieso spätestens Freitag beim Boxkampf. Auf jeden. Alles klar. Ich wünsche dir was. Lass dir gut gehen, Digi. Ciao. Zentralverregung, so. Spack wieder. Ja. Servo, Lenkungsas. Nein, ich steig an hier. Ich bin mir noch nicht. Sind vorne eigentlich die Zähne und Scheinwerfer oder muss ich das am Baumarkt noch ändern? Dann lass den Baumarkt fahren. Dann holen wir eins. Markier mal den Baumarkt bitte. Ja. Nee, die kennen mich zu gut dafür. Hast du genug Bargeld dabei? Ja. Kostet 15.000, ne? Hab ich dabei. Okay. Hey, warum seid ihr so reich? Warum bin ich so arm? So, einmal Feuerlöcher, einmal Feuerlöcher. Musst du einmal anschließen unten, weißt du? Da ist ja so ein Steckeranschluss. Ja, vom easy. Lenkrad. Oh, diese scheiß Zentralverriegelung. Meine Fresse, Digga. Ich hasse diese Technik. So, jetzt aber. Okay, kann ich das jetzt von vorne gucken? Nee. Aber guck am besten Richtung. Nee, du siehst nur halt die Lampen halt, so wie du gerade drin sitzt. Ah, das musst ist doch scheiße. Die Farbe drauf drücken. Ja, welche nehmen wir denn, Digga? Aber wenn ich raufklicke, ist es automatisch ausgewählt, oder was? Nein, du musst erst auf Speichern drücken. Du kannst da wieder rausgehen. Wie sieht denn das aus, Jungs? Guck. Dunkelblau ist das. Das sieht auch baba aus. Ich glaube, ich nehme dunkelviolett, Digga. Oder lila, ich weiß noch nicht. Dunkelviolett fühle ich auch. Wenn du dunkelviolett nimmst, kannst du Schwarzlicht nehmen bei Unterboden. Bodenbeleuchtung ist die gleiche Farbe. Ja, nämlich. Komm, wir fahren in die Tuning-Werkstatt noch. Wo habe ich das denn? Licht. Neon Kids, Neon Farbe. Ist Purple? Ist nicht. Nee, das ist Schwarzlicht. Gibt's nicht? Nee, es gibt nur Purple. Da musst du Purple nehmen. Aber Purple ist halt. Ja, weiß ich nicht. Ah. Ja, heute Morgen hatten wir ja rot genommen wegen den Rückleuchten, weißt du? Ah, ich nehm erstmal die hier. Scheiß drauf. Ja. Das ist doch ein pink. Dickes Minus. Ja, du hast pink. Gibt's da gar kein schwarzen? Normalerweise gibt's doch Schwarzlicht, heißt das. Das ist dein, Bruder. Nein. Da gibt's nur braun, purple, hot pink, pony pink, red, orange, golden shower. Kenn ich eigentlich nur von Pornoseiten. Yellow, lime green, mint green, electric blue, white und das war's. Also ich hätte gesagt rot von vornherein, ne? Ja, komm. Wir nehmen rot und gehen jetzt nochmal zu den Scheinen. Werferkollegen. Ja. Ey, Olaf, willst du dir auch Warndreieck und Dings holen? Ja, pack mal im Kofferraum Warndreieck und so. Warum? Ja, wenn die Cops dich anhalten, fragen die nach den drei heiligen Gegenständen. Digga. Letztes Mal hab ich zu denen gesagt, leck meinen Arsch mit weggefahren. Ja. Boah, Bruder, komm schon, Pimp. Sagst du so, wie es ist. Ja, yo, Mann. Das hat yo, Big Soße, was geht? Wo bist du denn? Okay, Jungs, könnt ihr mal kurz Maul halten, danke. Wo bist du denn? Ich hatte das auch mal kurz. Gib das Maul halten, Rick, wenn ich das sag. Meine Fresse. Wie ich soll's Maul halten? Nein, nicht du, Rick, Rick soll's Maul halten. Ich halte keine Schnauze, verdammt. Warum redest du so frech mit mir, Mann? Der Digga. War kurz unter Wasser, oder? Warte. Scheiße, Mann. So, warte mal, ich bin hier bei, warte, ich ruf dich gleich nochmal an, ich guck. Digga, willst du mich verarschen, oder was? Ach, Digga, also der ist auch verloren. Jo, wo bist du? 9080, Mann. 9080? Ja, okay. Alles klar, wir kommen gleich hin. Markier mal bitte 9080. Warte. 9080? Ja, okay, 9080. Warte, das 9090. Da müsste er will sein. Er mich verarschen, oder was? Ist der schon wieder reingefahren? Ja. Nee, das ist nicht da, das ist hier. Dann lass den mit herfahren. Mach mal kurz deine Markierung. Hey, du Wichser! Oh, den müssen wir gleich nochmal reparieren. Geht's doch, oder was? Digga, wollt ihr mich verarschen, die Kleine? Sag mal auf sofort, Alter. Ich fahr sofort. Du bist mir doch reingefahren, Junge. Halt Maul. Aussteigen, du kleiner Bastard. Aussteigen, sofort. Aussteigen, Hendo. Hendo, aussteigen, du kleiner Bastard. Digga, willst du mich verarschen? Aussteigen, Hendo. Das müsste eigentlich einen Bann geben, Digga. Sorry. Ich war mit keinem unterwegs, der in der Gang zugehört, Brudi. Also. Virung noch alles. Ja, definitiv nicht da hochrennen. Okay. Jo. Hey, yo, Olaf, was passiert, Mann? Okay, ich schwöre, okay, bin dabei. Lass die ficken, Alter. Ey, Sie, können Sie bitte weitergehen? Warum denn? Ja, geh doch einfach ein Stück auf Seite. Genau, weil mein Kollege. Ich hab doch bitte gesagt, oder? Wir sind gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Ja, Mann, wir sind noch gerade vom Krankenhaus gekommen. Okay. Alles gut, Mann. Easy. Ich ruf jetzt mal ein Taxi. Wie war? Was sind das für Spinner hier, Digga? Digga, wer ist er denn, Digga? Digga, ihr seid doch alle. Verpiss dich, du Wichser! Ah.
Mann. Sind das die von eben? Sind das die Crips? Jetzt wissen wir, wo die Platz waren gerade eben. Warte, ich rufe, kommt sofort einer. Ja, ich kann mich nicht dran erinnern. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht fragen. Hey, Ola, warte mal kurz, ganz kurz zur Seite gehen. Ich will kurz fragen. Sind das die Crips oder die 18th Street? Da bin ich mir auch unsicher. Ich glaube, das sind glaube ich die Crips. Nee, das sind Crips. Das sind 18th Street. Nein, das sind Crips, die Crips. Hier vorne stehen, ja, die vor dem Krankenhaus stehen, sind Crips. Und die Platz waren gerade da, Frank und seine Crew. Ja, und die 18th Street waren die... Ja. 18th Street hat doch blau getragen, oder? Bin ich dumm? Die tragen beide blau. Was ist das denn für eine Scheiße? Rein in die Masse. Der eine hat ja zuerst geschossen. Was ist denn hier los, Alter? Ja, der von den Blauen, Alter, hat zuerst geschossen. Der hat sie geballert. Digga, man muss nur übertreiben, Digga, ne? Ganz ehrlich. Ey, was ist denn da los? Was ist hier los, Junge? Digga, was ist hier passiert? Kann es nicht. Welcher kleine Wichser, Digga. Ey, seid ihr aber alle im Krankenhaus aufgewacht oder was? Nicht alle. Fast alle. Du auch oder was? Ich bin auch im Krankenhaus aufgewacht, ja. Stabil, Junge, was ist denn hier passiert? Beste Leben, ja. Ist der nicht von uns? Ja, oh, jetzt? Ja, also ich bin euer Arbeiter, euer Knecht. Was. Was ist das denn jetzt hier eigentlich? Digga, den ist. Ey, Eisenberg, was geht? Jungs, kann ich mir denken, ich kenne den ausleihen? Nee, mach lieber nicht, Digga. Warum? Was machen? Setz Maske vorher auf. Entscheide auf einer Seite. Ja, setz Maske auf. Jetzt fahr steig ein paar weg. Die haben's doch gar nicht gepeilt, Digga. Ich krieg einen Anruf. Ist der vorbei? Ah, oder? Ja, mach mir. Easy. Ey, Rick? Ja? Du kannst den Wagen zu dem Platz fahren als Entschuldigung für die Flugzeugaktion. Du hast den Ding geklaut. Crips-Auto. Was? Ja. Was meinst du mit einem Crips-Auto aber? Als Trophäe. Bruder, vertrau mir doch einmal in deinem Scheißleben. Ich vertrau dir, aber wenn die sagen, du Hund, dann... Dann sag, das war mein Vorschlag. Haben die was im Kofferraum? Okay. Nee, ich muss den zurückbringen, ne? Ja, ein Boot zurückbringen. Ja, du meinst, scheiße. Fahr damit zu dem Platz. Soll ich? Egal, wir fahren jetzt zu dem Platz. Ja. Wir sollen unten auf dem Parkplatz dann fahren, haben die gesagt. Also daneben. Easy. Markier mal bitte, Ja, bin schon dabei. Ja, der Divan hat mich angerufen, die fühlen halt nicht so, wenn wir die ganze Zeit da oben rumlaufen, das nervt die. Naja, alles gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo mein scheiß Fahrzeug ist, das nervt mich ein bisschen, Digga. Hast du keine Vermutung, welche Garage du das vorhin nochmal eingepackt hattest? Nee, Digga. Ich hab irgendwo hab ich vorhin, da kann ich mich noch vage dran erinnern, gefettfingert. Das könnte bei dem Platz gewesen sein. Da müsste ich gleich mal gucken, aber ist jetzt ja nicht so wild. Wir sind ja erstmal mobil unterwegs. Ja, wo wir den reparieren wollten, du gesagt hast, da stand einparken, ne? Nee. Ich hab ihn einmal eingeparkt, das weiß ich, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wo. Aber ist auch egal. Wir wollen jetzt erstmal zu dem Platz hin. Ja, ich muss dir noch die Crips gerade gesagt. Du hast dabei, du hast es gehört, ne? Nee, was denn? Wo die gesagt haben, wir wollen die ficken, wir standen direkt bei denen. Ach so, dass die... Ja, die Crips, was die Crips gesagt haben. Digga, wenn der Rick mit dem Crip out, dann kommt nicht an die auf den Schießen. Ja, warte, ich sag kurz Bescheid. Ja. Warte. Hey, Rick. Ja? Du wartest hier kurz, ich sag Bescheid. Kurz? Okay, mach ich. Jojojo, nicht schießen. Bruder, nicht schießen. Wir sind Olaf und Rick, wir haben den Wagen geklaut. Was macht ihr denn hier, Digga? Wir haben den Wagen geklaut. Nee. Doch. Als... Willst du mich töten? Wir haben die gerade weggescheppert, ne? Ja. Die haben gerade vor einem Hospital haben die gesagt, die wollen euch ficken. Wir waren wir sind auch im Krankenhaus aufgewacht. Die träumen, Digga, die können nicht... Rick, die meinten auch irgendwie, nächste Mal wollen die Langwaffen direkt ziehen, meinten die. Rick, machen, Digga, da haben wir ein bisschen Spann, damit ein bisschen spannend, Digga. Rick hat den Wagen geklaut als Entschuldigung. Kommt mal mit, ich will mit euch reden, Digga. Rick, komm mit. Digga, inshallah, die schießen jetzt nicht wirklich auf den. Nein. Nicht hochfahren, oder? Pack hier unten einfach, scheiße. Ja, ich pack hier unten. An der Seite. So, Rick, ich klär das kurz, warte. Nicht schießen, alles gut. Digga, warum kommt denn dein Clip-Auto, Digga? Der hat das geklaut. Rick hat den geklaut als Entschuldigung für die Flugzeugauktion vorhin. Die standen gerade alle Mann vom Hospital, wir sind da aufgewacht und haben gesagt, die wollen euch ficken kommen. Habt ihr da mal durchsucht, ob da was drin ist? Ist nichts drin, aber ich hab gedacht, dass es vielleicht, also Rick hat gedacht, dass es vielleicht eine Genugtuung für euch ist, wenn ihr da das nächste Mal hinfahrt und mit deren eigenen Auto die fickt. Ja, wir haben vorhin. Wir haben schon locker 8 Leute von denen gerade gekillt. Ja, die meinten gerade, wir sind ja gerade, wie gesagt, im Krankenhaus aufgewacht, wir können uns nichts mehr erinnern. Die meinten, die standen davor, die haben gefragt, ob wir Scheren haben und die meinten, beim nächsten Mal lass die einfach ficken gehen und so und beim nächsten Mal wollen die direkt die Waffen schießen. Das sind Filme, Digga, sollen die kommen? Wir haben 2 Leute verloren, wo wir Krieg mit denen hatten. Und waren gerade? Bruder, ich weiß nicht, die haben direkt kapituliert, Digga, wir haben den alles abgeholt. Ist Big Soße hier oder ist er unterwegs? Der ist unterwegs. Ah, okay, easiness, alles gut. Okay. Ja. Hey, nochmal Entschuldigung, Jungs. Soße! Olaf! Ja. Jo, Mann, ich fahr mit der Karre. Ja, mach.
Wer ist denn der Typ da unten in grün? Ja, ach, Digga, der ist schon, ich schwöre dich, hier laufen nur Zivis die ganze Zeit rum, Mann. Darf ich ihn abfatzen? Nein, nein, aber lass dich ein bisschen Angst machen. Das, was machst du hier die ganze Zeit, ja? Hallo, warte, soll ich dir helfen? Nein, nein, ich hab eine Frage. Wen kriegst du da eigentlich gerade? Ich weiß nicht. Was ist deine Frage? Habt ihr was Wichtiges zu tun? Willst du uns verarschen, oder was? Zwei Mercedes für 85.000. Was für Mercedes? Einmal S63 und noch so ein anderer. Digga, so ein LKW. Ey, geht mal weg. Ich mach das, ich bin gleich da. Tom, ich will dich heute nicht mehr sehen. Morgen kannst du wieder kommen, heute will ich dich nicht mehr sehen, hast du verstanden? Ja, Sonst spiel ich mit deinem Kopf ein bisschen. Ja, ja. Was hat der gemacht hier, der Grüne? Der will irgendwas verkaufen. Der gammelt hier die ganze Zeit und will mir irgendeine Scheiße anbrennen, Digga. S63, Digga, so ein LKW. Digga, ne, dann leg den doch Kabel an, durchsuch den. Nein, und lass den beim Pier raus, Digga. Lass den doch mal quälen. Das ist ein Arbeiter, Bruder. Achso, ja, Bruder, dann nicht. Der fuckt nur gelenzt ab, Mann. Ey, das ist Quatsch, ich muss die Kripkarre zerschrotten, Digga. Ja, komm. Lass mich draufhauen. Gib ihn. Gib ihn. Ich hab doch bestimmt Benzinkanister, Junge. Nee, ich hab keinen. Ja, ja, ich hab Benzin, Ja, hau mal drüber, Digga, ja. Ja, weg, Rick. Das Auto ging ein Haus auf Malta. Nee, Bruder, auf keinen. Wow, dieser Haus auf Malta kaufen wir irgendwann selber. Junge, dieser Sound, Digga. Der, der Sound ist böse, Digga. Oha, ja, oha, pass auf, das Ding brennt. Oha! Alter! Steig weg, Bruder! Nein, chill, Digga, chill. Fahr weg! Steig ein, Jalla! Ja, ich komm hoch. Ich hab keinen Sprit mehr, der ist leer. Auto einfach aus Panzer, Digga. Bruder, macht der nichts. Warte, ey, fahr mal schnell Baumarkt, Digga. Ich kauf mir schnell Benzinkanister. Nein, Bruder, weißt du, nein, ich muss chillen jetzt. Du rammst gefühlt eine Feder, dein Auto hat Totalschaden. Du kippst Benzin rüber, Auto brennt, passiert gar nichts. Komisch. Oh, ja, bisschen Action heute gewesen, bisschen unnötig. Klar, ich hätte das Auto auch nicht unbedingt rammen müssen, aber wenn dir jemand ins Auto fährt und keine Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr gespannt, was so abgeht in nächster Zeit mit der Entführung von Herr Sanchez.